Nach so einem Schreck in der Geisterbahn hat es mir jetzt in Küblers Bierstübel mit Herz verschlungen. Das ist mittendrin auf der Straße 1. Also Magdalena, ich muss schon sagen, bei dir ist es wirklich gemütlich, weil es noch so ein richtig traditionelles Bierstübel ist. Wie lange gibt es denn das schon? Als Bierstübel gibt es jetzt schon über 15 Jahre, aber meine Familie ist schon seit über 50 Jahren auf der Wiesn. Ja, dann bist ja du praktisch ein richtig alter Wiesnhorst und kennst dich total aus. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die mir du bestimmt beantworten kannst. Also wir sind ja auf dem größten Oktoberfest der Welt. Und es gibt ja noch ein zweitgrößtes Oktoberfest. Wo meinst du, wo das sein kann? Irgendwo ganz weit weg, wahrscheinlich im asiatischen Raum. Weit weg war schon mal gut. Ich verrate es dir jetzt einfach, es ist tatsächlich in Kanada. Da gibt es das zweitgrößte Oktoberfest auf der Welt. Wie viele Kanadier kommen dann so zu dir? Viele, es kommen ganz viele Ausländer. Und jetzt kommen jedes Jahr immer wieder dieselben. Die sind schon Stammkunden, die bringen mir so oft, gar oft was mit. Wirklich? Ja, die Australier haben mir schon mal so ein kleines Stoffkänguru mitgebracht. Habe ich mich recht gefreut. Das ist wirklich nett. Aber gibt es dann irgendwas, was über die ganze Wiesenzeit gleich geblieben ist bei dir im Stand? Ja, das ist mein Weißbier. Dann trinken wir das jetzt. So, geht zusammen. Beim Kübler ist nicht nur das Weißbier gut, hier kann auch jeder seinen Spaß haben.